Ja, einen ganz schönen guten Nachmittag. Herzlichen Dank für die Einladung und Glückwunsch dazu, dass Sie diesen Kindergesundheitsgipfel an den Kinderrechten orientieren. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich bin gerne, oder wir als National Coalition sind gerne diese Kooperation eingegangen. Die wichtigste Botschaft dieses Vortrages, den Sie jetzt hören werden, ist, Sie davon zu überzeugen, vielleicht sogar zu begeistern, Ihre Arbeit vor Ort eben nicht allein an den Bedürfnissen zu orientieren, sondern an den Ansprüchen, an den Rechten von Kindern. Und das ist eine durchaus gewichtige Veränderung, die viele im Moment, ist eine weltweite Tendenz, beschäftigt. Bestes Beispiel vielleicht UNICEF, was lange nämlich keine Kinderrechtsorganisation gewesen ist. Offiziell heißt es ja heute noch das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, also eine Wohlfahrtsorganisation, die Kindern Gutes tut und viel Gutes getan hat, aber ungefähr seit 30 Jahren, etwa parallel zum Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention, versteht sich UNICEF selbstverständlich als kinderrechtsbasierte Organisation, als Child Rights Based Organization oder wie es manchmal auch heißt, als eine Organisation, die sich dem Child Rights Programming verschrieben hat und viele, viele andere, Save the Children, die weltweit größte Nichtregierungsorganisation Kinder betreffend, aber auch in Deutschland der Kinderschutzbund, das Deutsche Kinderhilfswerk, wir als Liga für das Kind, auch viele Wohlfahrtsorganisationen, übrigens inzwischen die AWO, die Caritas und viele andere, verschreiben sich inzwischen einem Kinderrechtsansatz. Und was das bedeutet, das soll ein Teil meines Vortrages gleich sein. Ein Blick zurück nach vorn, vielleicht ist es ganz gut, und das mag ja so als innere Folie auch bei Ihnen ablaufen, einmal die eigenen Erfahrungen biografisch betrachtet in Bezug auf Kinderrechte vor Augen zu nehmen. Als ich zur Schule ging, ich bin in Baden-Württemberg, in Freiburg zur Schule gegangen, bekamen wir noch Stockschläge in der Schule. Nicht alle Lehrer machten es, aber manche eben schon. Es war noch legitim, und das ist ja das Schlimme eigentlich, es war noch gesetzlich möglich. Baden-Württemberg war eines der letzten Bundesländer, was die Prügelstrafe in den Schulen abgeschafft hat, nämlich erst Anfang der 1970er Jahre. Ich erinnere mich auch noch sehr gut, es waren nach meiner Erinnerung nur die Jungs, die Stockschläge mit dem Tatzenstock bekamen. Die Mädchen wurden anders bestraft. Sie mussten in die Ecke stehen oder wurden aus dem Klassenzimmer geschmissen. Es gab einige Lehrer, die gingen einen Schritt zu weit, die schmissen mit dem Schlüsselbund, die bekamen Ärger. Aber es war noch erlaubt, Stockschlägen in der Schule Kindern zu verabreichen. Ein zweites, ein bisschen eher anekdotisches Erlebnis. 30 Jahre später, ich bin in den 1960er Jahren in die Grundschule gegangen, 30 Jahre später in den 1990er Jahren, für mich zum großen Erstaunen die Erkenntnis, dass damals noch Mitte der 90er Jahre nach Trennung oder Scheidung eines Elternpaares Kinder kein Recht hatten auf Kontakt mit beiden Eltern. Kinder waren gewissermaßen als Besitz des einen oder des anderen Elternteils gesehen und nicht aus der Perspektive des Kindes war das Trennungs- und Scheidungsrecht damals gestaltet. Beides ist glücklicherweise Geschichte und die UN-Kinderrechtskonvention 89 in Kraft getreten, spielte hier eine sehr wesentliche Rolle, sowohl das Recht auf gewaltfreie Erziehung, Artikel 19, aber eben auch das Recht auf Kontakt mit beiden Elternteilen, auch nach Trennung oder Scheidung, Artikel 9, es sei denn, dies steht dem Wohl des Kindes gegenüber, dass diese Ausnahme gibt es natürlich auch dort, sind inzwischen anerkannte Rechtsstandards in Deutschland geworden. Insoweit ist das Glas halb voll, aber auch das wird Teil meines Vortrages sein. Es ist eben auch halb leer und es bleibt noch sehr, sehr viel zu tun. Wenn Sie in die Geschichte der Kindheit zurückgehen, eher so als Flash, nicht jetzt mit vertiefenden Möglichkeiten, finden Sie eigentlich immer wieder diese große Ambivalenz. Auf der einen Seite die Verherrlichung von Kindern, die Idealisierung von Kindheit, die engelsgleichen Kinder, die göttergleichen, das unschuldige Kind, alles Metaphern für eine auch unrealistische Verherrlichung von Kindern, demgegenüber man ja sagen muss, Kinder sind auch nur Menschen. Sie sind nicht die Besseren oder die Unschuldigen, so kann man das
nichts sagen. Sie können altersgemäß natürlich auch durchaus Verantwortung, eine gewisse Schuld auch auf sich laden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch die Geringschätzung von Kindern, hier eine Rembrandt-Zeichnung, das Kind als Sitz des Bösen, dem der Teufel ausgetrieben werden muss, das triebhafte Kind, das nicht zivilisierte Kind. In dieser Ambivalenz finden Sie das Kindheitsbild über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Das ist ganz interessant, ungefähr seit der Aufklärung, also seit 250, 300 Jahren, wandelte sich das Bild vom Kind in verschiedene Richtungen, und zwar auf den ersten Blick sogar in einer gegensätzlichen Art und Weise. Wir haben einerseits eine historische Tendenz, Kinder und Erwachsene als gleichberechtigt zu sehen. Also als beide den Menschenrechten, so wie es heute nennen würden, genießend, und Abschluss dieser historischen Entwicklung ungefähr in Deutschland anzusiedeln, ein sehr wichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1968, dass nämlich Kinder Grundrechtsträger sind, was bis dahin übrigens nicht klar war, auch unter führenden Juristen, tatsächlich fast ausschließlich Männer, galten Kinder zwar als grundrechtsfähig, aber nicht als grundrechtsmündig. Und es bedurfte eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts im denkwürdigen Jahr, vielleicht ja 1968, das klarstellte, ja, selbstverständlich sind Kinder Träger der wichtigsten Grundrechte, insbesondere Artikel 1 und Artikel 2 Grundgesetz. Das ist die eine Tendenz, eine gewisse Gleichheit, wie Sie dort sehen, zwischen Kindern und Erwachsenen darstellend. Berühmt ja auch Janusz Korczak mit seinem wohl wichtigsten Satz: Das Kind wird nicht erst Mensch, es ist schon einer. Und zwar von Beginn an. Das ist so den ersten Spiegelpunkt bezeichnet. Kinder als Seiende, also von Beginn an, nicht nur in dieser werdenden Rolle, dass sie noch nicht erwachsen sind, sondern von Beginn an vollwertige Menschen, Rechtssubjekte, denen die wesentlichen Rechte von Anfang an zustehen. Es gibt aber eine zweite Entwicklung, auch ungefähr seit der Aufklärung festzustellen, nämlich eine Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen anzunehmen. Der zweite Spiegelpunkt: Kinder sind nicht erwachsen. Sie sind keine kleinen Erwachsenen, sondern sie sind Menschen in einer besonderen Entwicklungsphase mit besonderen Schutz-, Förder- und auch Beteiligungsbedürfnissen. Also die Verschiedenheit, die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen darstellen, Kinder tatsächlich in gewisser Hinsicht als Werdende zu sehen, für deren Gelingen des Aufwachsens Erwachsene notwendig sind, die sich fürsorglich für die Kinder einsetzen. In dieser Ambivalenz von Gleichheit und Verschiedenheit setzen sich bis heute dieses Spannungsfeld von Kinderrechten, und übrigens auch fast schon sprichwörtlich in dem Spannungsfeld zwischen Wohl des Kindes und Wille des Kindes, was ja nicht immer in eins geht. Ich werde nachher dazu noch ein bisschen genaueres ausführen. Klar ist inzwischen, Kinderrechte sind Menschenrechte, aber eben auf die besondere Situation von Kindern bezogen. Erwachsene und Kinder sind gleich und verschieden. Ganz nebenbei, aber das ist nicht heute unser Thema, Frauen und Männer sind auch gleich und verschieden. Eine Reduktion auf das eine oder andere bringt uns in Sackgassen. Vielleicht eher in einer pädagogischen Perspektive diese Gleichheit und Verschiedenheit hier ausgedrückt. Das Erwachsenen-Kind-Verhältnis ist ein asymmetrisches, kein partnerschaftliches, kein symmetrisches Verhältnis, denn wir, die Erwachsenen, haben Verantwortung für Kinder und nicht umgekehrt die Kinder in gleicher Weise für uns. Also das, was Sie oft, insbesondere in pädagogischen Diskursen, hören, nämlich Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, Sie kennen das sicherlich auch in der Medizin, ein wichtiger Grundsatz, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, ist nur die eine Seite der Medaille, eine wichtige, aber absolut gesetzt kann auch das in eine Sackgasse führen, denn wir müssen immer auch uns klar sein, dass wir kein Kind sind, dass das Kind vor uns oder uns gegenüber kein Erwachsener ist, dass ich Verantwortung dem Kind gegenüber trage, das Kind aber nicht in gleicher Weise mir gegenüber diese Verantwortung hat. Etwas, was übrigens viele Eltern heute aus meiner Sicht nicht wirklich vor Augen haben. Es gibt sehr häufig diese
in eine Partnerrolle das Kind zu bringen, bis hin zur Parentifizierung von Kindern, durchaus auch ein aktuelles Erziehungsproblem und insoweit, glaube ich, auch praxisrelevant. Ich habe Ihnen jetzt zwei Folien mitgebracht, die ich Ihnen wirklich nur sehr kurz vorstellen werde. Wir haben nicht die Zeit, das ausführlich zu behandeln. Ellen Key, natürlich damals, Recht auf körperliche Unversehrtheit für Kinder. Sowas von illusionär damals. Zwei Jahre zuvor, im Jahre 1900, trat das bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland in Kraft. Und dort hieß es in dem berühmten 1631 Absatz 2, dass es das Recht des Vaters, römisches patriarchales Recht lässt grüßen, nicht der Mutter, das Recht des Vaters war, wörtlich angemessene Zuchtmittel zu gebrauchen. Zwei Jahre später Ellen Key, körperliche Unversehrtheit, da merkt man, wie illusionär und man kann aber auch sagen, zukunftsgerichtet solche Forderungen damals waren. Janusz Korczak kennen Sie natürlich. Die Genfer Deklaration wurde vorhin ja schon von meiner Vorrednerin erwähnt. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg, sehr wichtige Entwicklung, zunächst eine Deklaration der Vereinten Nationen im Jahre 1959, zum ersten Mal übrigens Kinder als Rechtsträger bezeichnet, noch nicht vor dem Zweiten Weltkrieg, erst 1959, und auch übrigens zum ersten Mal der Begriff der Best Interests of the Child, der besten Interessen, das, was wir in Deutschland als Kindeswohl kennen, zum ersten Mal in einem UN-Dokument. Und dann natürlich der große Durchbruch, übrigens Ausgangspunkt war das Internationale Jahr des Kindes 1979 auf Initiative von Polen, wurde eine Arbeitsgruppe beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingerichtet. 10 Jahre wurde über jeden Satz gestritten. Es war ein sehr, sehr spannender Prozess. Und dann am 20. November 1989 die einstimmige Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention als verpflichtender völkerrechtlicher Vertrag, deswegen eben auch der Begriff Konvention. Deutschland hat ratifiziert 1992, übrigens zunächst mit Vorbehalten, zum Teil mit skandalösen Vorbehalten. Die Bundesregierung hatte sich zunächst vorbehalten, unter anderem Unterschiede zwischen in- und ausländischen Kindern zu machen. Das muss man sich mal vorstellen. Es geht um ein Menschenrechtsübereinkommen. Da kann nicht der Pass ausschlaggebend für Menschenrechte sein. Und Gott sei Dank, nach viel Lobbyarbeit im Jahre 2010, aber eben auch erst im Jahre 2010, hat die Bundesregierung diese Vorbehaltserklärung zurückgenommen. Seitdem, seit also jetzt 9 Jahren, gilt die Konvention uneingeschränkt für jedes in Deutschland lebende Kind, egal mit Deutschen, mit Ausländischen oder auch ohne Pass, eben als Menschenrechtsübereinkommen. Vielleicht an dieser Stelle eine kleine juristische Präzisierung, sehr wichtig auch für die aktuelle Diskussion, Kinderrecht in die Verfassung aufzunehmen. Nach unserem Grundgesetz hat die Kinderrechtskonvention den Rang eines einfachen Bundesgesetzes. Das heißt, genauso wie das BGB oder das Strafgesetzbuch oder eines der Sozialgesetzbücher, Rang eines einfachen Bundesgesetzes, aber das bedeutet eben auch, die Kinderrechtskonvention steht unterhalb des Grundgesetzes. Das heißt, wenn es Konflikte gibt zwischen dem Grundgesetz und der Kinderrechtskonvention, und es gibt diese Konflikte, dann ist das Grundgesetz höherrangig. Das ist aus meiner Sicht übrigens eines der wesentlichen Argumente, endlich Kinderrechte auch mit Verfassungsrang auszugestalten. Auch darauf werde ich nachher noch einmal kurz zurückkommen. Ein paar wichtige Weiterentwicklungen, also natürlich die UN-Behindertenrechtskonvention mit sehr wichtigen Festlegungen auch auf Kinder, übrigens dort auch der Kindeswohlvorrang mit enthalten und das Prinzip der Inklusion und ein wenig bekanntes drittes Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskonvention seit 2014 in Kraft. Deutschland hat auch hier ratifiziert, nämlich ein sogenanntes Individualbeschwerdeverfahren betreffend, das heißt Kinder, deren Rechte nach der Konvention verletzt sind, können nach Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges jetzt direkt sich an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf wenden. An dieser Stelle vielleicht einen Satz. Manche unter Ihnen werden nicht wissen, was die National Coalition eigentlich ist und tut. Wir sind ein zivilgesellschaftliches Netzwerk, über 100 Organisationen von UNICEF, über Kinderschutzbund und so weiter. Auch viele medizinische Gesellschaften sind bei uns Mitglied. Unsere Aufgabe ist es, gegenüber dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf alle 5 Jahre den sogenannten ergänzenden Bericht zu schreiben, ergänzend insoweit, als die Staaten Deutschland dort auch ebenfalls Berichte
verfassen müssen. Es ist eine Verpflichtung. Gerade vor 2,5 Wochen hat die Bundesregierung ihren Staatenbericht fertiggestellt. Jetzt sind wir dran. Wir werden ebenfalls vom UN-Ausschuss in Genf dann eingeladen zu einem Dialog. Und dann wird die Regierung eingeladen. Wir begleiten das natürlich kritisch. Und am Ende gibt es sogenannte Concluding Observations, wo der UN-Ausschuss dann kritische Anmerkungen gegenüber Deutschland. Das ist in den Medien nicht so stark bekannt, aber es ist unzweifelhaft, dass viele Weiterentwicklungen in Deutschland, Recht auf gewaltfreie Erziehung oder eben auch Recht auf Kontakt zu beiden Elternteilen oder nehmen Sie den Verfahrensbeistand. Jetzt gerade eine interessante Empfehlung des UN-Ausschusses aus den letzten Concluding Observations, den Begriff der elterlichen Sorge abzuschaffen. Warum das denn? Er ist so doch erstmal positiv wirkend. Nein, sagt der UN-Ausschuss, erstens mal entspricht es nicht der Kinderrechtskonvention, dort ist nämlich von Parental Responsibility die Rede, also von Elternverantwortung, nicht von elterlicher Sorge. Und die Argumentation ist so gewählt, dass eine elterliche Sorge das Kind immer noch in einer Objektrolle halten kann, so wie man für seinen Blumentopf sorgt oder für sein Haustier und eine Verantwortung immer einem anderen gegenüber, der selbst Subjekt und Rechtsträger ist, beinhaltet übrigens nicht nur eine Zukunftsvorstellung, sondern das Bundesverfassungsgericht hat in den neueren Urteilen schon zunehmend den Begriff der Elternverantwortung und weniger den der elterlichen Sorge verwendet. Ein zweiter, eher nur hier als Blickfang zu nehmende Folie. Sie sehen einige der kinderrechtlichen, das ist natürlich bei weitem nicht vollständig, aber so ein paar Schlaglichter sind vielleicht doch ganz schön. Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 1922, Weimarer Republik, immerhin ein Recht auf Erziehung, allerdings damals nur für jedes deutsche Kind. Also da sieht man auch Weiterentwicklung. Heute würde man das natürlich nicht so formulieren, selbstverständlich auch Kinder ohne deutschen Pass. Die große Sorgerechtsreform, da ein großer Sprung. Elterliche Gewalt wurde abgelöst durch elterliche Sorge, aber auch Beteiligungsrechte in der Familie. Ein auch bei Eltern wenig bekannter Paragraph, dass nämlich Eltern verpflichtet sind, bei Entscheidungen das Kind betreffend, das Kind altersgerecht zu beteiligen in den Familien. Das heißt, seitdem gilt nicht mehr, solange du deine Beine unter unserem Tisch hast. Das ist rein rechtlich seit 1980 nicht mehr okay. Und auch manches andere, ich kann es nicht im Einzelnen durchgehen, besonders wichtig sicherlich das Recht auf gewaltfreie Erziehung im Jahr 2000. Vor allem übrigens an dieser Stelle sei gesagt, mir ist auch sehr wichtig, dass dort die seelischen Verletzungen mit drin sind, eben nicht nur die Körperstrafen, sondern auch die seelischen Verletzungen. Denn ich erinnere es auch noch, als ich in der Schule war, das Schlimme war nicht der körperliche Schmerz, das Schlimme war die Beschämung. Vor den Augen der anderen Kinder nach vorne gehen zu müssen. Hinten kicherte es, natürlich zog man seine Hand zurück. Kein Kind lässt sich freiwillig kauen. Dann hielt der Lehrer die Hand fest, hinten kicherte es noch mehr. Und das war das Schlimme, die entwürdigende Behandlung vor den Augen der anderen. Deswegen sehr wichtig, und da kann Deutschland wirklich mal positiv punkten. Dieses Gesetz ist aus meiner Sicht vorbildlich formuliert. Es ist ein subjektives Recht des Kindes und eben sowohl die körperliche als auch die seelische Gewalt klar als kein legitimes Erziehungsmittel dort dargelegt. Vielleicht hier gleich eine Folie noch zum Stichwort Grundrechte und Grundgesetz und Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz. Deutschland hat vollzogen diesen ersten vorhin von mir gezeigten Spiegelpunkt, nämlich dass Kinder Grundrechtsträger sind. Hier nochmal ein Auszug aus diesem Urteil 1968. Eigene Menschenwürde, eigene Recht auf Entfaltung seiner Persönlichkeit für jedes Kind. Aber es gibt eben bisher keine spezifischen Kinderrechte. Das heißt, das, was die internationale Gemeinschaft vollzogen hat, eben nicht nur eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte, sondern eine spezifische Kinderrechtskonvention. Das ist leider noch nicht gelungen. Ich werde nachher auch einen entsprechenden Formulierungsvorschlag hier noch mit vorstellen. Bei den Frauenrechten ist es gelungen, bei den Kinderrechten eben leider noch nicht. Aber immerhin, das macht ja Mut. Die amtierende Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag ja dieses Vorhaben aufgenommen, und zwar in einer sehr klaren Formulierung. Wir werden, nicht wir wollen, wir werden ein Kindergrundrecht schaffen. Und auch da ist die Formulierung so, dass es nicht allein um eine Staatszielbestimmung gehen
kann, sondern ein Kindergrundrecht bedeutet ja ein subjektiv einklagbares Recht der Kinder. Im Moment allerdings hinter den Kulissen wird heftigst gestritten, wie denn nun eine Formulierung aussehen soll und auch wo im Grundgesetz, auch das ist nämlich ziemlich wichtig, es dann angesiedelt sein wird. Wenn es denn kommt, denn es braucht eine Zweidrittelmehrheit, das ist auch nicht ganz ohne. Das ist das berühmte Gebäude der Kinderrechte. Viele mögen es kennen. Schutzrechte, Förderrechte, Beteiligungsrechte. Oben drüber der Vorrang des Kindeswohls. Und unten gibt es einige Verfahrensrechte. Also wer ist überhaupt ein Kind? Jeder Mensch bis 18. Und auch vielleicht ein Punkt noch, den ich auch wichtig finde, Artikel 42. Kinder haben das Recht, ihre Rechte zu kennen. Ich kann auch hier natürlich nur ganz grob darstellen, wichtig ist mir zu sagen, dass Kinderschutz, kinderrechtlich verstanden, also auf Basis der UN-Kinderrechtskonvention, nicht nur Gewaltschutz ist. In Deutschland sprechen wir Kinderschutz meistens, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht. Kinderschutz ist viel mehr. Gesundheitsschutz ist Kinderschutz, Medienschutz ist Kinderschutz, Unfallschutz ist Kinderschutz. Und das wichtigste Schutzrecht übrigens in Artikel 2 Kinderrechtskonvention, das Recht jedes Kindes auf Schutz vor jeder Form von Diskriminierung. Diskriminierungsschutz gilt als das wichtigste Schutzrecht überhaupt vom UN-Ausschuss als General Principle identifiziert, also als Querschnittsrecht. Förderrechte, Recht auf Bildung, Recht auf angemessenen Lebensstandard, Recht auf Gesundheitsfürsorge und eines meiner Lieblingsrechte vielleicht an dieser Stelle, jedes Kind hat das Recht auf Spiel. Spielfreizeit, Ruhe, Erholung, künstlerische Betätigung. Und zwar nicht als Unterpunkt von Bildung. Auch das ist mir wichtig, denn für Spiel sind alle Erwachsenen, aber sehr häufig doch mit einem aus meiner Sicht sehr problematischen Einschlag, Kinder sollen spielen, um zu lernen. Kein Kind spielt, um zu lernen. Es ist ein eigenes Bedürfnis, auch ein eigenes Recht mit einer eigenen Bedeutung für Kinder, Artikel 31, sehr, sehr wichtig. Und natürlich die Beteiligungsrechte. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal, warum eigentlich eigene Kinderrechte? Ich glaube, hier wird es ziemlich deutlich. Artikel 12 ist der wesentliche Beteiligungsartikel der Kinderrechtskonvention. Eben, es geht nicht nur um Meinungsfreiheit. Die haben Kinder natürlich auch. Aber was nützt einem Säugling die Meinungsfreiheit? Es ist viel präziser, viel umfänglicher formuliert, der Artikel 12, nämlich zum einen das Recht auf Gehör. Ein Kind hat das Recht, gehört zu werden. Und damit ist nicht nur die verbale Meinungsäußerung gemeint. Ein Säugling meldet sich körpersprachlich, mimisch, gestisch. Das sind die Signale des Babys, die wir hören müssen, die wir übrigens, da schließt diese Definition von Artikel 12 sehr schön an das Konzept der Feinfühligkeit aus der Bindungsforschung, Sensitivity, an. Nämlich das Kind hat das Recht, gehört zu werden, dass das, was es uns mitteilt, nicht immer nur sagt, was es uns mitteilt, richtig interpretiert wird. So wird ja der Begriff der Sensitivity verstanden und auch, dass die Meinung des Kindes, und so steht es nämlich in Artikel 12 dann auch wieder, alters- und Reife angemessen berücksichtigt wird. Das heißt, wir haben die Verpflichtung, die Signale des Kindes, manchmal ja auch die regelrechte Meinung eines Kindes, angemessen zu berücksichtigen. Nicht immer ist die Meinung eines Kindes Gesetz, das wissen wir alle. Manchmal wollen Kinder etwas, was ihren Rechten oder einigen ihrer Rechte entgegensteht. Aber das im Einzelnen dann zu entscheiden, das ist die pädagogische Kunst, das ist Kunst von Eltern und manchmal müssen auch Gerichte ran. Auch ich habe den Artikel 24, den Sie aber eher, glaube ich, in Ihrem Heftchen von UNICEF nochmal im Einzelnen durchsehen, hier mitgebracht. Und mehr geht jetzt nicht. Sie wissen vielleicht, dass der zentrale Begriff des Kindeswohls juristisch ein unbestimmter Rechtsbegriff ist. Es gibt keine juristische Definition. Wichtig ist mir übrigens die Englisch, das englische Original. Deutsch ist keine UN-Sprache. Es gibt 6 UN-Sprachen. Gehen wir mal ins Englische, weil es dem Deutschen nahe steht. Dort ist eben nicht von Well-Being die Rede, sondern von Best Interests of the Child. Das ist doch ein bisschen etwas anderes. Die besten Interessen sagen nämlich aus, ein Kind hat Interessen. Es kann sie auch ausdrücken. Das heißt, im englischen Begriff Best Interest kommt viel mehr zum Ausdruck, dass auch der Wille des Kindes, nicht nur das, was Erwachsene meinen, dass Kinder gut tut, bei der Bestimmung seiner Interessen sehr wichtig ist. Grundbedürfnisse, das war übrigens eine Arbeitsdefinition von mir gerade, ein Vorschlag, es gibt verschiedene Grundbedürfnisse, ich habe mal von Brazelton und Greenspan, wahrscheinlich werden Sie kennen, Brazelton ja der amerikanische Kinderarzt, der mal Basic Needs hier dargestellt hat, die in Ergänzung zu den Rechten der Kinder, glaube ich, wichtige Bezugspunkte sind.
Das Verhältnis Kindeswille und Kindeswohl sei angedeutet eines der spannendsten kinderrechtlichen Themen von Ein Kind will nicht Zähne putzen, aber es hat ein Recht auf bestmögliche Gesundheitsfürsorge, dazu gehört Zähneputzen dazu. Sie kennen das, aber natürlich auch viel dramatischere Wille-Wohl-Konflikte. Ein Kind, was sexuell missbraucht worden ist und zu seinem Missbraucher zurück will, kommt häufig vor aufgrund gewachsener Bindung. Oder eben auch gerade im medizinischen Bereich gibt es viele Wille-Wohl-Konflikte. Berühmter Fall Hannah Jones, manche werden es kennen, krebskrank, das Mädchen mit 12 Jahren, der Krebs besiegt, wie man so mit Vorsicht natürlich sagen muss, aber aufgrund der Radiotherapien war ihr Herz sehr geschwächt und die Ärzte haben gesagt, Hannah, das Einzige, was dir eine Chance gibt, länger als ein Jahr zu leben, ist eine Herztransplantation. Und Hannah hat gesagt, nein, ich möchte kein fremdes Herz. Sehr berühmter Fall, ging sehr durch die Medien, deswegen kann ich den Namen hier auch nennen. Und in diesem Falle war es dann so, dass die Eltern sehr bei ihrem Kind waren, sie hatten ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Tochter, natürlich gesagt haben, wir würden dich so gerne noch viele Jahre leben haben, denn die Chancen waren sehr gut im Falle einer Transplantation. Aber wenn so die Elternposition letztlich du nicht dich zu dieser Operation entscheiden kannst, dann würden wir nicht gegen deinen Willen hier handeln. Interessanterweise haben die Ärzte geklagt. Die Ärzte sind vor Gericht gegangen, haben gesagt, dass das nicht mit unserem hippokratischen Eid vereinbar ist, Leben zu retten und Leid zu lindern. Es ging dann über mehrere Instanzen bis zum obersten Gericht, in diesem Fall in England. Natürlich wurde Hannah angehört, natürlich gab es Begutachtungen, was die Einsichtsfähigkeit betrifft. Und in diesem Einzelfall, es sind immer Einzelfallentscheidungen, Beteiligung kennt keine Altersgrenze, keine formale. In diesem Einzelfall hat das oberste englische Gericht entschieden, dass wir nicht berechtigt sind, den Willen des Kindes zu brechen. Hannah lebt übrigens noch, sie hat sich wenige Monate nach dieser Äußerung für die OP entschieden, aber es hätte natürlich auch anders ausgehen können und Sie merken schon, wie haarig solche Einzelentscheidungen gerade im medizinischen Bereich manchmal sein können. Claudia Wiesemann ist Medizinethikerin, sie hat einmal, sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrates, hier Kriterien für die Frage, unter welchen Bedingungen eigentlich die Meinungsäußerung eines Kindes Veto-Charakter einnehmen kann. Ich will das jetzt nicht vortragen, weil die Zeit von mir um ist. Aber Sie sehen hier, glaube ich, eines der hochinteressanten kinderrechtlichen Fragen im Bereich der Medizin. Das sind die von der Save the Children International dargestellten, jetzt schon vor etwa 15 Jahren dargestellten Prinzipien des Kinderrechtsansatzes. Natürlich die Unteilbarkeit, Schutz, Förderung und Beteiligung hängt untrennbar miteinander zusammen. Es gibt ja leider viele Missverständnisse, auch übrigens im politischen Feld. Eher der konservativere Teil reduziert Kinderrechte auf Schutzrechte, eher der linke Teil reduziert aus meiner Sicht genauso problematisch Kinderrechte auf Partizipationsrechte. Die gehören sehr, sehr eng miteinander zusammen, das ist das erste Prinzip. Dann die Universalität, ein erstmal leicht und einfach und selbstverständlich klingendes Prinzip, aber wenn Sie in die internationalen Debatten gehen, die Frage, wo ist kulturelle Sensibilität und Rücksichtnahme sinnvoll, auch notwendig, auch kinderrechtlich begründbar, aber wo muss es auch universelle Prinzipien geben, die nicht in Frage zu stellen sind. Wir haben in Deutschland die große Debatte über die männliche Genitalbeschneidung gehabt, die ist noch nicht abgeschlossen. Kinderrechtlich ein sehr spannendes Thema, was gerade auf dieses zweite Prinzip hier Bezug nimmt. Dann vom UN-Ausschuss identifiziert 4 General Principles des Kinderrechtsansatzes, also Querschnittsrechte der Kinderrechtskonvention, nämlich Nichtdiskriminierung, Vorrang Kindeswohl, bestmögliche Entwicklung und auch die Beteiligung des Kindes als grundlegendes Prinzip. Und hier das, was ich Ihnen etwas ausführlicher erläutert habe, diese asymmetrische Beziehung, das Kind ist Rechtsträger, wir sind Verantwortungsträger, wir sind natürlich auch Rechtsträger, aber in Bezug auf die Kinder sind wir Verantwortungsträger, Duty Bearers, wie es im Englischen heißt. Wir haben die Verantwortung, das können wir nicht auf die Kinder schieben, für die Verwirklichung der ihnen zustehenden Rechte. Hier sehen Sie mal diese Missverständnisse. Das erste hatte ich gerade erläutert. Auch die Elternverantwortung wird oft nicht klar gesehen. Auch die Kinderrechtskonvention hat kein Bild einer Staatserziehung, sondern die elterliche Erziehung ist klar im Vorrang. Artikel 18 können Sie das sehr gut sehen. Es ist sogar in Artikel 5, die Elternverantwortung betreffend, sehr schön formuliert, dass es die Verantwortung der Eltern ist.
insbesondere der Eltern, manchmal auch anderer Personen, die Kinder zu leiten und zu führen, wie es im Deutschen heißt, Direction and Guidance im Englischen, allerdings Leitungs- und Führungsverantwortung natürlich entlang der dem Kind zustehenden Rechte. Kinder sind kein Besitz der Eltern, aber die Eltern haben die Verantwortung, die Kinder zu ihrem Recht kommen zu lassen und übrigens auch das Prinzip der Evolving Capacities, also entsprechend den sich entwickelnden Fähigkeiten des Kindes. Und was ist das Gegenteil von Recht? Nicht Pflicht, sondern Unrecht. Und das muss man, glaube ich, richtig im Blick haben. Zwar ist jedes Recht pflichtgebunden, das ist natürlich korrekt. Also wenn ich das Recht habe, nicht gehauen zu werden, dann ist damit auch die Pflicht verbunden, auch einen anderen Menschen nicht zu schlagen. Weil alle Menschen ja dieses Recht haben, insoweit übrigens auch kinderrechtsbasierte Erziehung sehr stark eben auch mit Respekt vor den Rechten anderer Menschen zu tun hat. Aber oft eben mit dem Hinweis auf die Pflichten dann so die Hälfte der Rechte wieder eingeschränkt wird. Und das geht natürlich gar nicht. Und hier unten eines der interessantesten Themen, nämlich dass nicht selten auch von durchaus von Kinderrechten überzeugten Personen einzelne Rechte absolut gesetzt werden und wir dann in Teufelsküche kommen. Es geht sehr häufig um eine Balancierung unterschiedlicher Rechte im Menschenrechtsdiskurs. Als absolute Rechte gilt eigentlich lediglich die Menschenwürde. Häufig wird noch gesagt, das Sklavereiverbot, weil da Menschen als Mittel zum Zweck gebraucht werden. Das Folterverbot wird häufig auch als absolutes Menschenrecht, wurde ja in Deutschland heiß diskutiert, Fall Gefgen, Sie erinnern sich vielleicht, Kindesentführung, wo auch das in Frage gestellt worden ist. Aber die allermeisten Menschenrechte sind keine absoluten Rechte. Nicht mal das Recht auf Leben ist ein absolutes Recht, denn sonst dürften wir Polizisten und Polizistinnen keine Pistole geben. Also es gibt Situationen, wo auch da eine Abwägung unterschiedlicher Rechte auf Kinder bezogen, natürlich häufig, also nehmen Sie einen Klassiker, ob ein Kind aus einer Familie genommen wird oder nicht, ist in einer Abwägung unterschiedlicher Rechte. Das Recht, nicht von seinen Eltern getrennt zu werden, Artikel 9, aber eben auch das Recht auf Schutz vor Gewalt. Und dieses Spannungsverhältnis im Einzelfall nicht ganz einfach zu lösen. So, ich habe Ihnen noch zwei Folien mitgebracht, nämlich zum einen hier so ein bisschen natürlich in Richtung Diskussion auch. Ich glaube, im Moment ist ganz oben auf der Agenda die Frage der Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung. Die Formulierung ist natürlich sehr wichtig, auch wo im Grundgesetz es niedergelegt sein soll. Ich würde sagen, der nächste Punkt wird sein, Absenkung Wahlaltersgrenze. Nur eine Anmerkung, die zwei häufigst genannten Gegenargumente sind unhaltbar. Kognitive Reife geht gar nicht. Wie ist es mit den über 90-Jährigen? Sollen wir da eine Reifeprüfung machen? Ist einfach kein haltbares Argument. Und auch ein häufig genanntes Argument, die Geschäftsfähigkeit ist kein Argument. Wir hatten in Deutschland sogar Anfang der 70er Jahre schon einmal die Situation, wo Minderjährige wählen durften, als nämlich das Wahlalter von 21 auf 18 gesenkt wurde, das Volljährigkeitsalter aber noch bei 21 war. Diskussion offen, mehr will ich dazu im Moment jetzt nicht sagen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass die Kinderrechtskonvention nicht mehr up-to-date ist in vielen Punkten. Die Entwicklung geht weiter. 30 Jahre sind es ja inzwischen schon. Sie kennen natürlich alle die großen Jugendbewegungen im Moment. Und ich glaube, in zwei Punkten mindestens, ich könnte noch mehr nennen, aber die zwei Punkte sind besonders wichtig. Die Frage nach ökologischen Kinderrechten natürlich und auch die Frage der Digitalisierung mit ganz neuen Chancen, ich nenne sie zuerst, aber natürlich auch mit enormen Risiken, insbesondere das Recht auf Privatsphäre, was übrigens auch ein eigenes Kinderrecht ist, Artikel 17 hier betreffend. Und zuletzt vielleicht auch mehr für die Diskussion. Wir, das sogenannte Aktionsbündnis Kinderrechte, UNICEF, Deutscher Kinderschutzbund, Deutsches Kinderhilfswerk und wo ich ja hauptberuflich beschäftigt bin, die Deutsche Liga für das Kind, haben vor einigen Jahren bereits, übrigens in Zusammenarbeit mit einer ehemaligen Bundesverfassungsrichterin, einen Formulierungsvorschlag gemacht, der natürlich nicht der einzige auf dem Markt ist, aber an dem man sich doch so ein bisschen vielleicht orientieren oder auch abarbeiten kann, wie auch immer Sie es formulieren. Auch das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht erläutern. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich freue mich auf den heutigen und morgigen Tag. Dankeschön.